Jack London. Der Autor von Ruf der Wildnis, Wolfsblut und der Seewolf war der berühmteste Schriftsteller seiner Zeit. Er war Landstreicher und Goldsucher, Seemann, aber auch Farmer und Reporter und ein glühender Sozialist. Als Jack London am 12. Januar 1876 geboren wird, sind die Vereinigten Staaten erst 100 Jahre alt. Und die Eroberung des Westens ist fast beendet. Amerika wird von Millionen neuer Einwanderer aus Europa überschwemmt. Das Land befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Die großen Städte im Osten verändern sich grundlegend. Imposante Wolkenkratzer und elektrische Straßenbahnen prägen die neue Stadtlandschaft. Die industrielle Produktion steigt sprunghaft an. Doch dieser Aufschwung stürzt viele Millionen Amerikaner in Armut. Jack wächst an der Westküste auf, in den armen Vierteln von San Francisco. Die Lebensumstände der Familie sind bescheiden. Innerhalb der Bay Area ziehen sie von einer Stadt zur nächsten. Schon sehr früh wird von Jack verlangt, seinen Beitrag zum Haushalt der Familie zu leisten. Mit 14 Jahren muss er die Schule verlassen und arbeitet 16 Stunden am Tag in einer Konservenfabrik in Oakland. Für 10 Cent die Stunde. An den Docks von Oakland, ganz in der Nähe der Fabrik, sieht Jack neidisch den Austernpiraten zu, die in der Bay aktiv sind und träumt von deren Heldentaten. Von seiner früheren Amme borgt er sich $300 und kauft eine eigene Schaluppe. So beginnt Jacks Leben als Krimineller und er blüht regelrecht auf. Das ist der Beginn seines Lebens als Abenteurer. Ständig muss er den Schüssen der Nachtwächter und der Fischereipolizei ausweichen. Jeden Abend wird das Geld in den Kneipen freizügig ausgegeben. Mit dem Glas in der Hand lernt er sich bei den harten Kerlen der Bay Respekt zu verschaffen. Die Saloons werden sein zweites Zuhause. Offenbar ist Jack ein begabter Seemann. Die San Francisco Bay ist ein schwieriges Gewässer. Am 20. Januar 1893 heuert er für die Robbenjagdsaison als Matrose auf einem Dreimastschoner an. Die Fahrt auf dem Pazifik dauert 51 Tage. Die erste Erfahrung auf offener See wird dem abenteuerhungrigen Jugendlichen unvergesslich bleiben. Zurück in Oakland bleibt Jack keine andere Wahl, als wieder Fabrikarbeit anzunehmen. Dort schaufelt er Kohle in Heizkessel für $30 im Monat. Ein Job, den vorher zwei Männer für jeweils $40 gemacht haben. Auf diese Weise erfährt er, wie der Kapitalismus funktioniert. Arbeiter werden ausgebeutet, um Profite zu erhöhen. Jack kündigt und hat Schwierigkeiten, einen neuen Job zu finden. Ohne einen Penny in der Tasche beschließt er, als Hobo zu reisen, als blinder Passagier in Güterzügen. Er erkundet die wichtigsten Städte des Ostens und fährt dann durch Kanada zurück nach Kalifornien. Eine Reise von über 1200 Meilen in Gesellschaft zahlreicher Landstreicher, Penner und Obdachloser. Er beschließt, wieder zur Schule zu gehen. Mit dem Vorsatz, sich alle Kenntnisse anzueignen, die für einen Schriftsteller notwendig sind. Seinen Unterricht finanziert er mit einem Job als Hausmeister. Er arbeitet unermüdlich. Außerdem besucht er gewissenhaft die öffentliche Bücherei. Die Lektüre von Marx, Darwin und Herbert Spencer ist für Jack wie eine Erleuchtung. Er wird Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei, wo er sich leidenschaftlich engagiert. Nach der Highschool besteht er die Aufnahmeprüfung der Universität Berkeley mit Bravour und beginnt im September 1896 mit dem Studium. Aber schon nach einem Semester ist Schluss. Er kann sein Studium nicht finanzieren. Und außerdem ist es langweilig. Als am 14. Juli 1897 in San Francisco bekannt wird, dass in Klondike, einer rauen Region im Westen Kanadas, Goldvorkommen entdeckt wurden, gibt es für viele kein Halten mehr. Jack ist einer der Ersten und bricht auf. Viele sterben auf dem beschwerlichen Weg, aber für Jack ist es offensichtlich die Erfahrung, die sein Leben verändert. In der Einöde, während der kalten Wintermonate, vertreiben sich die Goldsucher die Zeit mit lebhaften Gesprächen am Lagerfeuer. Und Jack
damals gerade erst 20 Jahre alt, hört zu, nimmt alles in sich auf und beobachtet. Zwar muss er letztlich feststellen, dass Klondike für ihn nicht das erhoffte Eldorado ist. Er erkrankt an Skorbut und muss nach Kalifornien zurückkehren. Doch im hohen Norden hat er seine persönliche Goldgrube gefunden. Die endlosen Geschichten anderer Goldsucher, die er unterwegs oder in den Saloons in Dawson aufgeschnappt hat. Bei seiner Rückkehr steht Jack völlig mittellos da und beschließt, sich ganz dem Schreiben zu widmen. Er verfolgt sein Ziel mit unglaublicher Zähigkeit, schreibt und schreibt, Gedichte, Essays, Kurzgeschichten. Und endlich hat er Glück. Als im Jahr 1900 der Atlantic Monthly seine Geschichte Odyssee des Nordens annimmt. Seine erste Kurzgeschichtensammlung, Der Sohn des Wolfes, wird im gleichen Jahr veröffentlicht. Auf einen Schlag ist Jack berühmt. Er bringt eine neue Art mit, das Leben zu sehen. Seine Geschichten sind direkt, zugänglich und kraftvoll, in einem neuen Stil geschrieben, den jeder verstehen kann. Er schreibt auch für den Zeitschriftenmarkt und gewinnt so eine populäre Leserschaft. Fortan organisiert Jack sein Leben nach strengen Regeln. Jeden Tag setzt er sich an seinen Schreibtisch und zwingt sich, mindestens 1000 Wörter zu schreiben. Nie weicht er von dieser eisernen Regel ab. Er heiratet Bessie Maddern, Tochter Joan wird geboren. Im Alter von 25 Jahren macht ihn sein Erfolg als Schriftsteller zu einer Medienberühmtheit. Die Zeitungen reißen sich um ihn. Jeder kennt nicht nur seinen Namen, sondern auch sein Gesicht. Sein Buch »Ruf der Wildnis« wird zum Bestseller des Jahres 1903. Anfang 1904 reist Jack 5 Monate als Kriegsberichterstatter nach Korea. Auf dem Schiff, das ihn von Japan in die Vereinigten Staaten zurückbringt, erfährt er, dass Bessie die Scheidung eingereicht hat, trotz der Geburt eines zweiten Kindes. Jack ist 28 Jahre alt und beginnt eine Beziehung mit Charmian Kittredge. Sie ist 5 Jahre älter als er, ein unabhängiger Freigeist mit feministischen Idealen. Die beiden heiraten und sie wird die Gefährtin seines Lebens. Mit ihr kann er alles teilen, selbst die waghalsigsten Unternehmungen. Das Paar zieht zusammen in ein Sommerhaus im Norden von San Francisco, im Valley of the Moon, dem Mondtal. Jack kauft dort ein 50 Hektar großes Grundstück in der Absicht, eine Ranch zu bauen. Ende 1904 beginnt er im Mondtal einen neuen Roman zu schreiben. Wolfsblut wird 1906 veröffentlicht und sofort ein Publikumserfolg. Aber auch der Sozialist in ihm verstummt nicht. In aller Öffentlichkeit bekennt er seine Sympathie für die russische Revolution. Im offiziellen Parteiorgan veröffentlicht er glühende Artikel und Pamphlete, in denen er für die Notwendigkeit des politischen Kampfs der amerikanischen Arbeiter plädiert. In seiner FBI-Akte wird er noch 30 Jahre nach seinem Tod als gefährliche Person geführt, als Kommunist. Jack und Charmian träumen von einem großen Abenteuer. Sie beschließen, ein Segelboot bauen zu lassen und darauf 7 Jahre lang um die Welt zu schippern. Die Ankündigung von dieser großen Fahrt löst eine Flut von Artikeln aus. 1907 bricht die Snark auf unter den Augen von tausenden Zuschauern. Die Reise auf dem Pazifik führt Jack von Hawaii über Französisch-Polynesien nach Tahiti und den Salomoninseln. Er wandelt auf den Spuren von Herman Melville und huldigt Robert Louis Stevenson an dessen Grab auf Samoa. Er sammelt Eindrücke und macht hunderte von Fotos von Menschen, denen sie begegnen. Aber seine Gesundheit verschlechtert sich im Salomon-Archipel von Tag zu Tag. Er leidet an Hautgeschwüren, die regelmäßig mit Quecksilberchlorid behandelt werden müssen. Reines Gift für den Organismus. Er ist gezwungen, sich in Sydney im Krankenhaus behandeln zu lassen. Und bald ist klar, sie müssen aufgeben und ihre Reise um die Welt abbrechen. Trotz dieses tragischen Endes bleibt die Pazifikkreuzfahrt der Snark das größte Abenteuer für Jack und Charmian.
Im Juli 1909 kommen sie nach einer Abwesenheit von 27 Monaten wieder zu Hause an. Dank des gemäßigten kalifornischen Klimas wird Jack rasch wieder gesund. Voller Begeisterung widmet er sich nun dem Ausbau seiner Ranch und entwickelt mit Charmian ein neues, großes Projekt. Mitten im Mondtal wollen sie ein Haus für sich bauen. Das Wolfshaus soll fast 1500 Quadratmeter Fläche haben und sich perfekt in die Umgebung einfügen. Die exorbitanten Kosten dafür addieren sich nun zu den endlosen Ausgaben für den Aufbau der Ranch. Ihre finanzielle Situation verschlechtert sich. Romane, Kurzgeschichten, Artikel. Jack schreibt unermüdlich. 1913 ist ein Jahr voller Katastrophen. Schlechte Investitionen und vom Frost zerstörte Ernten sorgen dafür, dass Jack bis zum Hals in Schulden steckt. Er ist erst 37, doch sein vorzeitig gealterter Körper beginnt zu versagen. Im Juli stellen die Ärzte fest, dass seine Nieren in äußerst schlechtem Zustand sind. Zu viel harte Arbeit, zu viele Zigaretten, zu viel von allem. Vor allem zu viel Alkohol. Er hat das Gefühl, Zeugnis ablegen zu müssen und schildert in seinem autobiografischen Werk König Alkohol, wie diese Sucht in seiner Zeit bei den Piraten in der Bay begonnen hat. Im August 1913, das Wolfshaus ist fast fertig, bricht in der Nacht ein gewaltiges Feuer im Gebäude aus. Am Morgen stehen nur noch die Außenmauern. Gemeinsam mit Charmian verbringt Jack nun die meiste Zeit auf Hawaii, auf der Suche nach Ruhe. Doch die Krankheit gönnt ihm keine Atempause. Am 22. November 1916 stirbt er an Nierenversagen. Er ist 40 Jahre alt und der meistgelesene Autor der Welt. Lieber will ich ein prächtiger Meteor sein, in dem jedes Atom herrlich glüht, als ein langlebiger, verschlafener Planet. Die wahre Aufgabe eines Menschen ist es, zu leben, nicht nur zu existieren. Ich werde meine Tage nicht damit verschwenden, sie zu verlängern. Ich werde meine Zeit nutzen. Jack London veröffentlicht mehr als 50 Bücher, darunter 27 Romane, 6 autobiografische Werke, 4 Dramen, politische Essays, Reportagen, Essaysammlungen und 196 Kurzgeschichten.